Vor dem Hintergrund der anstehenden Aufgaben wird das Bataillon zum 1. Juli diesen Jahres vom artilleristischen Ausbildungsauftrag entbunden und deswegen der Entschluss, heute unser letztes Schießen im Bataillonsrahmen durchzuführen. Das Bataillon hat im Rahmen seiner Geschichte mehrfach Auslandseinsätze zu bewältigen gehabt. Es war bei einer Flutkatastrophe dabei. Es hat Gutes geleistet. Und ich möchte nur so viel sagen, es ist ein gewachsenes Bataillon, ein gestandenes Bataillon. Das Bataillon zeichnet aus, dass es über die Dienstgradgruppen hinweg hervorragend zusammenarbeitet, schlichtweg. Und das meine ich mit vollem Ernst. Und das liegt nicht an dem Kommandeur, denn der ist erst seit 12 Monaten hier. Das ist ein stolzes Bataillon, auf das sich die Brigade, egal ob die Brigade 40 oder die Brigade 41, immer verlassen konnte. Wenn man die Auftragslage des letzten Jahres sieht, dann möchte man nicht glauben, dass dieses Bataillon aufgelöst wird. Denn immerhin waren wir im letzten Jahr 9 Mal auf dem Übungsplatz. Alles andere erwähne ich jetzt mal nicht. Und im letzten Monat, wenn ich das mal so anzähle, es läuft noch parallel die technische Materialprüfung. Wir waren bei der Informations- und Lehrübung, die unsere Brigade zu gestalten hatte für 4 Wochen. Wir sind jetzt auf dem Übungsplatz. Der Rützdurchgang für die 5. steht an. Ich sage es mal so, eigentlich kein guter Zeitrahmen, um unseren letzten Schuss durchzuführen. Dennoch, da war sich das Bataillon... Wir befinden uns hier im Gefechtsstreifen der 2. Kompanie des Panzerbataillons 403. Eigener Standort. Beobachtungsstelle Forsthausen, 5500 südlich der Ortschaft Munster und 5000 westlich des Lager Trauns, dort wo sie heute Morgen empfangen wurden. Norden, von eigenem Standort über neongrünen Pfeil nach links zeigend, Entfernung 400, in Verlängerung am Horizont erkennbar herausragender Kirchturm. In Verlängerung dazu vor Waldkulisse markanter Berg in Tafelform mit Bunker, Entfernung 3100, dies Wattberg. Von Wattberg, 2 Finger links davon, am links abfallenden Ausläufer Wattberg, Hügel mit gelbem Hochstand, Entfernung 2800, dies Ledeburg. Diese beiden markanten Punkte stellen das heutige Zielgebiet dar. Der Artilleriebeobachter, welcher bei der 2. Kompanie des Panzerbataillons 403 eingesetzt ist, auf Höhe der signalroten Scheibe, einen feindlichen Artilleriebeobachter aufgeklärt, bereits eine Zielmeldung abgesetzt. Die signalrote Scheibe befindet sich am linken Abhang des Ledeburgs. Zur Erinnerung, markant tafelförmiger Berg vor Waldkulisse, Wattberg, Ledeburg, 2 Finger links dazu. Der Artilleriebeobachter befindet sich rechts von Ihnen, Entfernung 30 Meter. Der durch die 2. Kompanie gestaute Feind wird in dieser Situation mit Bomblett bekämpft. Bomblettgeschosse enthalten Hohlladungstoftergeschosse, Bomblets genannt. Sie werden stets mit Doppelzündern verschossen. In einem bestimmten Abstand vom Boden werden die Bomblets nach hinten aus dem Geschossmantel herausgestoßen. Das heißt, Sie hören keinen lauten Detonationsknall und Sie sehen keinen hohen Dreckaufwurf. Pausen, löse Sie in Kürze ab. Kommen. Ihr seid euch angelobt.
Sie sehen jetzt das Ablösen des seit mehreren Tagen eingesetzten Artilleriebeobachters durch einen Artilleriebeobachter der Reserve, um im rückwärtigen Raum die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen. Eingefahrene AB hat den Panzerfeind auf 400 Meter aufgeklärt und bekämpft. Zur Erinnerung, die signalrote Scheibe. Die Wirkung, die Sie jetzt sehen, ist die gleiche wie beim ersten Feuerauftrag. Sprenggeschoss mit Aufschlagzünder. Somit brauche ich auf diese Wirkung nicht mehr eingehen und stelle Ihnen nun den Artilleriebeobachtungstrupp auf. Der Beobachtungsoffizier ist der artilleristische Berater des Kompaniechefs und dem Führer der Kampfgruppe rechtzeitig Vorschläge zur artilleristischen Feuerunterstützung machen zu können. Er ist der taktische Führer auf dem Beobachtungsgruppen. Der Beobachtungsfeldwebel ist Kommandant des Beobachtungsfahrzeugs Marder und Bediener des tragbaren Zielortungsgeräts. In diesem Ortungsgerät befindet sich ein Laserentfernungsmesser, mit dem man auf Grundlage seines eigenen Standortes die Zielkoordinaten per Knopfdruck ermitteln kann. Der Beobachtungsfeldwebel hält Verbindung zum Feuerunterstützungsoffizier. Der Beobachtungsunteroffizier ist Richtschütze und Bediener des Militärrechners Parker 86, mit dem er Zielmeldung über Daten zum Feuerunterstützungsoffizier absetzt. Er ist somit für den Datenkreis verantwortlich. Wenn es, wie gesehen, zu einem abgesetzten Einsatz kommt, sitzt der Beobachtungsoffizier zusammen mit dem Beobachtungsunteroffizier ab. Der Beobachtungsfeldwebel bleibt als Kommandant auf dem Fahrzeug und zieht in Nähe der abgesetzten Beobachtungsstelle unter. Als letztes haben wir noch den Militärkraftfahrer Kette. Er ist für die 100% der Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges und insbesondere der Fahrzeugtechnik verantwortlich. Nur noch eine technische Daten zum Beobachtungspanzer Marder. Der Marder hat eine Länge von 6,88 m, eine Breite von 3,38 m und eine Höhe von 3,24 m. Feind durch Nebelfeuer die Sicht nehmen. Die Ausdehnung der Nebelwand beträgt 500 Meter und hat ihre völlige Entfaltung nach ca. einer Minute erreicht. Mit mindestens 2 Schuss die Minute wird die Nebelwand aufrechterhalten. Die Dauer der Nebelwand ist abhängig von der Forderung der Kampftruppe. Um ein Durchstoßen der Nebelwand zu verhindern, werden in die Nebelwand Sprenggeschosse mit Aufschlagzünder gefeuert. Lassen Sie nun die Bilder auf sich wirken. Ich bedanke mich im Namen des Feuerunterstützungszuges für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie im Anschluss auf den Bussen aufzusitzen. Danke.
Feuerleitungsrechner. Rechnet die Ballistik. Zielkoordinate hat's ja. Zur Teilung der Taschen.
Mannschaftstransport von MTW ist das Führungsfahrzeug des geschützten Führers. Dieser ist vornehmlich für die Einsatzbereitschaft des Personals und Materials seines Teams verantwortlich. Die Zugsoldaten unterstützen unter anderem beim Halten der Funkverbindung zum Geschützzug und der übergeordneten Führung sowie beim Führen der Lagekarte. Zum Selbstschutz ist der MTW mit einer Nebelmittelwurfanlage, Panzerfaustmunition und einem, wie auch auf den folgenden zwei Fahrzeugen zu sehen, Flugabwehrmaschinengewehr, dem MG-3, ausgestattet. Ebenfalls mit dem Mannschaftstransportwagen ausgestattet ist die freie Leitstelle des Zuges, die Schnittstelle zwischen der Operationszentrale des Bataillons und den Geschützen. Der freie Leitfeldwebel koordiniert mit seinen Soldaten im Wesentlichen den Feuerkampf, indem er die an den Zug gestellten Feueraufträge bearbeitet und den Geschützzug Feuerkommandos zuweist. Dazu bedient er sich des Feuerkommandos. Dass die Geschütze am sogenannten Landeplatz die fertig aufgezögerten Geschosse und Treibladung aufnehmen. Geführt durch einen Unteroffizier wird die MSA eingesetzt zur Absicherung von Gefahrenbereichen, als Einweiser beim Beziehen von Räumen und zur allgemeinen Unterstützung der Geschützkräfte. Dieses Geschütz gilt derzeit als das modernste der Welt und ist in dem Geschützführer, dem Munitionskanonier 1 am MG und dem Kraftfahrer sowie zwei weiteren Kanonieren ist es möglich, mit der Panzerhaubitze 2000 in weniger als 12 Minuten die Wirkungsbereitschaft herzustellen, den Feuerkampf zu führen und den Stellungswechsel vorzubereiten. In der ersten Phase der Vorführung können Sie dies bald sehen. Die Panzerhaubitze 2000 hat eine Länge von 11,60 Meter, eine Breite von 3,50 Meter, ein Gewicht von etwa 55 Tonnen und wird von einem 1000 PS starken V8 Dieselmotor angetrieben. Dies reicht für eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 60 km/h. Das zur Waffenanlage gehörende Rohr hat eine Länge von über 9 Metern und ein Kaliber von 155 mm. Mit dem System können die verschiedensten Munitionsorten verschossen werden. So zum Beispiel Sprenggeschosse, Nebelgeschosse und Leuchtmunition. Darüber hinaus gibt es für die Panzerhaubitze 2000 reichweitengesteigerte Munition. Damit erhöht sich die Reichweite von 30 Kilometern auf 40 Kilometer. In den Kampfraum der Panzerhaubitze passen bis zu 60 Geschosse mit der dazugehörigen Treibladung. Die Feuergeschwindigkeit beträgt 3 Schuss in 10 Sekunden, 8 Schuss in einer Minute und 20 Schuss in 3 Minuten. Die Besonderheit des Systems soll nun kurz in den folgenden Punkten verdeutlicht werden. Mit Hilfe der Navigationsanlage kann das Geschütz autonom, also unabhängig von außen, die Nordrichtung, die Geschützposition und die Lage des Rohres im Raum bestimmen. In Verbindung mit dem bordeigenen Ballistikrechner kann die Waffe nun automatisch in Feuerposition gerichtet und wenn nötig während des Schießens nachgerichtet werden. Außerdem ist das System in der Lage, die Geschosse automatisch dem Magazin zu entnehmen und zu laden. Neben dem Panzerstahlgehäuse und der ABC-Schutzanlage hat die Panzerhaubitze 2000 zum Selbstschutz ein Flugabwehrmaschinengewehr, eine Nebelmittelwurfanlage und Panzerfaustmunition an Bord. Weiterhin kann es im direkten Richten wirken.
mit euer Kommando bestätigen dieses, was ich nenne, übernehmen. Dazu werden die Rohre in das Zielgebiet gerichtet. Sie werden dann sehen, die Aufschläge und dazu die jetzt verschossene Nebelmunition. Damit ist die Station in Feuerstellung beendet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.